Servus. Heute will ich den Zimmerringdeckel von der Kurbelwelle neu machen, weil ich da wohl ein bisschen zu fest angezogen habe bei der Ölwanne. Und das Ganze kriege ich eh nicht nachgeschnitten, ohne das Getriebe abzumachen, weil das Getriebe im Weg ist. Und deshalb habe ich gedacht, ihr wolltet eh ein Video, wie mir Kupplung wechselt. Dann baue ich halt alles ab, mache den Deckel neu, mache den Zimmerring mit neu. Dann weiß ich auch, dass der nichts hat. Dann haben wir das schon mal alles erledigt. Was für ein Werkzeug wir brauchen, sage ich jetzt am Anfang nicht alles, weil ich dann eh die Hälfte vergesse. Aber seht es euch an, wir brauchen nicht unbedingt alles das, was ich hier habe oder benutze. Von Anfang an ja schon mal, weil dir jemand gesagt hat, wäre es mal gut zu wissen, wie man das mit dem Wagenheber macht. Ja, das geht alles. Mit Böcken vor allem geht das schon. Ist halt ein bisschen gefährlicher wie mit der Hebebühne. Und eine hohe Hebebühne, nicht so wie meine. Meine ist ja nicht so hoch hier, aber mit einer hohen Hebebühne ist das Ganze halt noch viel angenehmer. Dann kann man sich halt einen zweiten Mann nehmen und kann das Getriebe zum Beispiel zu zweit mit dem Getriebeheber da rauswurschteln und reinwurschteln und nicht einfach sich erschlagen lassen vom Getriebe, wenn man das mit dem Wagenheber macht. Also wie gesagt, es ist nicht alles ein Muss. So manches muss halt gemacht werden, wie Motor abstützen und das sehen wir ja alles gleich. Und dann fangen wir mal an. Natürlich muss man schon mal alle Teile haben, das ist klar. Am besten, wenn man weiß, okay, ich mache Getriebeschrauben ab und die sind rostig, dann kaufe ich neue. Und wenn ich weiß, ich mache die Schwungscheibe ab, kaufe ich schon mal neue Schrauben, falls eine abreißt. Wenn man die Kupplung eh abmacht, macht man einfach den Deckel mit Zimmerring grad neu. Muss man zwar die Ölwanne auch für abmachen, leider, aber ist halt so und dann weiß man aber auch, dass das alles neu und dicht ist. Und so Kleinigkeiten halt. Ich meine, es kann immer mal sein, dass man was vergisst, aber wenn man das Auto auch zum Fahren braucht, ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So. Getriebe ab heißt in dem Fall auch Anlasser ab. Das heißt, machen unseren Minuspol oder Masse von der Batterie ab. Dass wir nicht mit dem Pluskabel vom Anlasser irgendwo gegen die Karosse kommen und uns in Brand setzen oder sonstiges. Dann machen wir als nächstes das Kupplungsseil ab. Da gibt es normal, sind ja auch so Halter dran, so weiße Klammer, die kann man dann da drum machen oder das wird mit manchen Kupplungen mitgeliefert. Dann kann man das einfach um den automatischen, zumindest automatischen Kupplungszug machen. Wenn das mal nicht geht, einfach mal kurz die Kupplung durchdrücken. Das Kupplungsseil lose, muss ich euch mal runterfahren. So. Je nachdem, was ihr für einen Satz habt, selbst nachstellend oder manuell, ist das Gummi dicker oder dünner, müsst ihr den richtigen bestellen. Und ansonsten kauft man das neu, wenn es halt nicht gut aussieht. Kann man ja vorher nachsehen. Aus dem Weg. Können wir die Kabel hier schon mal ein bisschen beiseite legen. Dann diesen Umlenkhebel von der Schaltung abmachen. Bei mir ist der geschraubt. Normalerweise ist dann Splint drin. Splint raus, mit der Spitzzange rausziehen. Splint wieder in die Stange, damit wir sie nicht verlieren. Und dann müssen wir hier hinten noch den einen Umlenkhebel abmachen, dann haben wir zumindest schon mal das Gröbste von unserem Getriebe entfernt. Dann ist am Getriebe normalerweise noch eine Masse. Normalerweise oben vorne an der Schraube. Kontakte vom Anlasser können wir schon mal alle abmachen. Aber Vorsicht, erst Batterie ab. So, Stecker und eine große Anschluss für Plus. Gut, dann schrauben wir mal eine Motortraverse drauf oder stützen den Motor von unten ab. Weil, wenn wir das Getriebe losmachen, kippt der ganze Motor in die Richtung. Und wenn die Motorlager nicht mehr die neuesten sind, beziehungsweise die sind ja auch lose, weil der Anlasser vorne ab ist, fällt uns am Ende der Motor auf den Kopf. Das wäre nicht so schön. Rechts am Zylinderkopf ist eine Öse eingegossen. Und links an dem Lichtmaschinenhalter ist eine Öse. Ich schwitze wie ein Schwein, es sind 800 Grad. Andere liegen im Pool oder sowas. Jetzt ziehen wir das leicht an, dass der Motor sich leicht anhebt. So. Woran ich nicht gedacht habe, im ersten Moment, wir müssen die Antriebswelle natürlich abschrauben. Und am besten mit Klebeband,
Panzertape ein bisschen nach hinten kleben. Best lange Verlängerung und dann so eine einmal ein drauf geben, dass die Nuss auch richtig drin ist. So, den Schutz müssen wir natürlich auch noch abmachen. 11er Schlüssel, M7, es sei denn, das hat schon jemand aus Spaß geändert. M7, das ist richtig. M7. Gut aufheben. Zwei Schrauben rausziehen, fertig. So, und hinten oben ist auch noch eine. Da ist die Schraube. Da ist der Deckel. Neben der Antriebswelle, Beifahrerseite. Ob das M7 war, weiß ich nicht mehr, aber wir sehen es jetzt. Nein, das war offensichtlich M6, weil man ein Arschloch sein muss als Ingenieur. Falls ihr das Getriebe nicht an der Antriebswelle vorbeikriegt, müsst ihr außen am Achsschenkel das Traggelenk lösen. Und wenn ihr das gelöst habt, könnt ihr diese Passung auseinanderziehen und könnt das ein bisschen nach außen bewegen. Ich mache den Achsschenkel lose. Geil. Hat auch nur 7 Minuten gedauert. So, jetzt müssen wir diese Schraube vom Getriebelager hinten lösen. Cheddar. Wenn ihr den Anlasser auch so mal tauschen müsst, müsst ihr den Motor auch abstützen, denn diese Schraube hier hält den Motor als Motorlagerhalter. Nur für alle, die es wissen wollen, das ist 16. Ah, das ist gut, wenn die Schraube sich leicht schrauben lässt. Schrauben lasse ich nach einem Anlasser, nicht, dass ich sie verwechseln mit irgendwas anderem. Ja. Sollte erst oben die lösen oder oben die abmachen und den am besten von unten rausnimmt. So, haben wir alles ab. Denke schon. Oh, Korrosion hier. So, mal gucken, was das für eine Größe war hier. 19. Die werden mit, ich glaube, 75 Newtonmeter angezogen. So. Ich würde sagen, wir tun jetzt unser Getriebe abstützen. Und wenn ihr das zu zweit macht, müsst ihr auf jeden Fall euch ein bisschen koordinieren, wer dann das Getriebe hält und wann er es hält. So, hier sehen wir meinen selbstgebastelten Getriebeheber. Ja, dann sind das doch nur noch die zwei Schrauben hier. Ja, lose ist. Ich zeige euch das jetzt so, wie man davon wirklich ausgehen muss. Diese Schrauben hier von dem Getriebestützenhalter sind normalerweise von außen reingeschraubt. Ich habe die bei mir von innen, dass man sie auch rauskriegt, ohne jetzt erst das Getriebe soweit abzulassen. Aber ich lasse jetzt mit meiner Motortraverse das ganze Spiel hier ein wenig runter, damit wir unten an dem Holm einfach vorbeikommen. Er muss aber noch auf Spannung sein, das seid euch mal sicher. So, jetzt lasse ich das Getriebe noch mal ein wenig runter. Oh, das war zu viel. So ganz kriege ich das hier mit meinem Getriebeheber auch nicht hin. Also, es ist schon gefummelt. So, jetzt müssen die zwei Schrauben raus. Bei euch werden das ja von hier diese Seite die Schrauben. Bei mir ist es umgekehrt. Naja, ihr versteht schon. Ich muss das jetzt nicht aufnehmen. Raus damit. So, mein Motor ist jetzt ganz gegen den Holm. Mein Getriebe ist auch ganz gegen den Holm und es geht noch nicht ab. Und der 100er Antriebswellenflansch hinten geht auch noch nicht runter. Jetzt schraube ich hier hinten den Halter vom Getriebe noch ab. Das sind hier drei Schrauben, 13er Schlüsselweite. Die mache ich noch ab und mal gucken, ob ich es dann abkriege. Das ist jetzt
Ja, jetzt haben wir, Raus und vor. Ja. Ja, wie man es sehen kann, ist leicht ölig, ne? Aber es ist draußen. Zwei Mann auf jeden Fall das Getriebe rausheben. Der Trick ist, das Diff über die Vorderachse zu heben und der Antriebswellenflansch quasi über das Schwungrad. Weil wie man sehen kann, das steht da ganz schön über. Ja, so ein Fünfgang ein ausbauen macht keinen Spaß. So, jetzt kommen wir zu der Kupplung. Neune Außentorx, 9 mm für die Schwungscheibe. Am besten macht ihr jeweils die zwei äußeren ab. Da ist jetzt Druck drauf, ne? So, jetzt müssen wir die Klammer hier rausbügeln. So rum kommt die rein. So rum nicht anders. Auch beim älteren Modellen glaube ich anders. Wenn wir die Ausrückplatte abnehmen. So, jetzt machen wir die Druckplatte ab. 17er Nuss. Am besten mit dem Schlagschrauber, das geht besser. Auf jeden Fall ersetzen. Die werden mit Winkel angezogen. Ja, die Scheibe braucht man und die Körnung kommt nach außen. So, wenn wir einen Simmering tauschen wollen, beziehungsweise die Platte, wie ich das vorhabe, müssen wir das Blech hier abschrauben. Ja, Simmering sieht eigentlich gut aus, aber hier kommt's raus zwischen Ölwanne und die Schraube nicht hält. Das heißt jetzt Öl ablassen und Ölwanne runter. Während das Öl abläuft, kann ich schon mal die Ölwandschrauben zumindest lösen. Wie man sieht, die wurde nicht fest. In dem Alu, auch auf der anderen Seite, nehmt längere. M6 x 18, 10.9er Schrauben. Festigkeit 10.9 ist wichtig, weil wird mit 20 Newtonmeter alles angezogen. Achtung, Ölwand ist jetzt lose. So, den Ölwanne mache ich jetzt sauber, spüle den Rest raus. Jetzt schraube ich mal unseren Simmering-Deckel ab. So, dann nehmen wir jetzt unseren allseits bewährten Zerranfeldschaber wieder. Dass die Sichtfläche wieder komplett sauber ist, kein Papierreste mehr drauf. Und dann guckt, dass hier Papier, was vielleicht runtergefallen ist, auf die Kurbelwelle oben, dass ihr das alles wegwischt. Jetzt hole ich die Papierdichtung. Passt auf, dass ihr nicht kaputt schneidet. Das sind nämlich immer so Assi-Verpackungen, dass man es zweimal kaufen kann. Das ist ja Billigware, aber man könnte ja wenigstens die Stopfen hier rausmachen, dass man Dichtung wenigstens schon direkt einsetzen kann. Oh nein, das kann der Kunde ja noch rausfuddeln. Das nennt sich dann Kundenservice oder der Kunde ist König. Denn ihr Stanzwerkzeug ist wohl nicht mehr das Beste. Ja, dann lege ich die schon mal auf, hier über unsere Passstifte. Steht unten auch über, warum auch immer. Ja, jetzt machen wir auf unseren Simmering ein wenig Öl drauf, dass der ein bisschen besser da drüber gleitet. Von innen schön auch, weil... wie ihr sehen könnt, ist jetzt keine Einführhilfe hier. Es gibt
Simmerringe, da ist eine Einführhülle, also ein Kunststoffteil. Und das haben wir hier nicht. Das heißt, wir müssen ein wenig tricksen und versuchen, das hier so drauf zu drehen. Vorsichtig. Sonst ist die Dichtlippe gerade schon kaputt. Oh. Ja. So. Ja. Habt ihr gesehen? Ich habe das quasi so drauf gedreht. Ein bisschen Druck, nicht viel, nur ein bisschen Druck drauf. Und das Ganze ein bisschen außenrum gedreht. Sitzt jetzt noch nicht ganz drauf. Ich will es aber auch nicht übertreiben. Damit das nicht kippt, tue ich die oben nur dagegen schrauben. So, die sind am nächsten zu unseren Passstiften. Das heißt, hier ist wohl die Führung, ne? Gut, jetzt brauchen wir einen Drehmomentschlüssel. Das sind 8/8er Schrauben. Ich habe auch geguckt, das ist ab Werk 10 Newtonmeter, wie das für 8/8er Schrauben M6 ebenso ist. Jetzt ziehen wir die alle mit Drehmoment an. Und dann können wir eigentlich auch schon, nachdem ich die Druckplatte sauber gemacht habe, die Druckplatte wieder montieren mit neuen Schrauben. Nicht vergessen. Es gibt zwei unterschiedliche Drehmomente. Einmal für einen 1/6er wohl, für kleinere Durchmesser. Na, jedenfalls gibt es verschiedene Drehmomente für die Druckplatte. Beim GTI ist es wohl 60 Newtonmeter plus 90 Grad. Jetzt müssen wir uns natürlich noch überlegen, dass wir die Druckplatte irgendwie mit dem Schraubenzieher noch festgehalten kriegen, während wir das anziehen. Weil die Kurbelwelle kann sich jetzt super frei drehen. Also ich mache gleich erstmal die Ölwanne drauf, denke ich. So, ich wische jetzt hier unten alles sauber. Wie gesagt, wenn ihr Dichtungsreste dran habt, entfernen. Das gucke ich mir das Ölsieb unten an, dass da auch nichts dran hängt. Weil irgendwann ist es mal zu, wenn da was dran hängt. Und dann ist die Kacke am Dampfen. Gut, die kann man ja eh quasi nur in eine Richtung einbauen. Eine Schraube. Und positioniere meine Ölwanne vorsichtig. Wie gesagt, ich habe Helikoils hier reingemacht, damit das stabiler ist. Aber wenn ihr das mit 20 Newtonmeter unbedingt anziehen wollt, wie das ja eigentlich soll, dann rate ich euch wirklich, entweder macht auch Helikoil rein und nehmt längere Schrauben oder nehmt zumindest längere Schrauben. So, ich stelle meinen Drehmomentschlüssel mal auf 20 Newtonmeter und ziehe schon mal die beiden hier an, bevor ich irgendwelche anderen anziehe. 20 Newtonmeter ist viel mehr, als man denkt. Übrigens, auf der Beifahrerseite den Zimmerring wechseln, also wo der Zahnriemen ist. Ist auch nicht so ohne, gell? Brauchen wir auch eine neue Schraube für die Zahnriemenscheibe unten. Klar, Zahnriemen runter. Das Doofe ist, man braucht einen Gegenhalter für die Rolle. Unten zum Anziehen und zum Lösen. Auch wenn man es mit dem Schlagschrauber löst. Weil wenn der Motor sich dreht ohne Zahnriemen drauf, ist klar, eben was passiert, ne? Ventile auf Kolben. Also muss man sich da irgendwie aus Flachstahl, aus einem langen und einer richtig guten Flex einen Gegenhalter basteln, der über die Scheibe geht. Das ist nämlich ganz schön viel, was man da anziehen muss. Also richtig, richtig viel. Ich glaube, ich fülle mal Öl rein, dass ich das vergesse, weil das Getriebe mache ich heute definitiv nicht mehr drauf. Das heißt, ich lasse den Motor auch nicht mehr laufen. Lieber Öl reinmachen. Wenn das vergisst, ist gar nicht mal so gut. Vor allem, wenn man keine Öldruckanzeige hat. So, bevor wir die Druckplatte drauf machen, sollten wir vielleicht doch wieder unsere Abdeckung drauf machen. So, Drehmomentschlüssel auf 10 Newtonmeter. Neue Schrauben. Wenn ihr eine Empfehlung wollt für eine Kupplung oder für die Schrauben, nehmt Sachs. Nehmt für alles Sachs. Die Schrauben werden nicht eingeölt, die haben selbstsichernde Paste drauf. Hier, selbstsichernde Paste. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie rum die drauf kommen. Die Schrauben passen nämlich nur in eine Stellung. Und die Scheibe auch. Und nicht vergessen, die Körnerseite nach außen. Ja.
Schlagschrauber auf Mini-Stufe. Jetzt müssen wir irgendwie einen Schraubenzieher hier rein eiern. Aber passt auf, dass ihr das nicht in die Gewindelöcher steckt, sondern irgendeine Schraube, Schraubenloch, wo kein Gewinde drin ist, wie hier. So, jetzt ziehen wir die über Kreuz mit 60 Newtonmeter an. Das ist übrigens nicht viel. Was gleich viel wird, sind die 90 Grad. So, dafür empfehle ich aber kein Drehmomentschlüssel. Dafür empfehle ich Mr. Knebel. Druckplatte 60 Newtonmeter plus 90 Grad. Ich markiere mir die. Ich meine, wenn das 85 oder 95 Grad sind, ist jetzt nicht so der Burner. Hier sind schon Markierungen. Die kann ich ja wieder nehmen. Ich markiere mir die trotzdem doppelt, damit ich weiß, welche Markierung ich nehmen muss. Okay. Mr. Knebel und Mr. Verlängerungsrohr machen jetzt den Rest. So, mal gucken, ob ich das überhaupt so. Noch ein Tick. Ah, oh, das sind ungefähr 90 Grad. Auf einmal anziehen wäre natürlich besser, aber das hat das letzte Mal auch so funktioniert. Also mehr Gedanken muss man sich nicht machen. Grundsätzlich dürfte das ja auch egal sein, wie rum das drin ist. Wir haben die Kurbelwelle aber nicht viel verdreht. So, rein mit dem Ring. So, das ist ein bisschen tricky mit der Feder hier. So, die ist schon mal drin. Du hast gesehen, die muss hier hinter den Dingern sitzen und die muss man halt hier ein bisschen reinwürgen. Hier in die Mitte, auf diesen Druckpunkt, wo die Druckstange rausfährt, muss nachher noch ein Klecks Molybdän-Fett, Langzeitfett, was man hier in die. So, was wir hier in unsere Achsmanschetten reinmachen. Fertig. Jetzt nehmen wir Kupplung. Schauen, dass sie sauber ist. Sieht so aus. Sag mal, für 50.000 Kilometer ganz schön abgenutzt. Ey, wie fahr ich denn? Ey, wie fahr ich denn? Ah, jetzt sind wir unsere Schwungscheibe, die viel zu schwer ist. Die auch innen noch sauber. Auch Dreck ist auf jeden Fall drauf. So, jetzt legen wir unsere Kupplung da wieder rein. Und jetzt brauchen wir unsere Schrauben. Wo seid ihr? Oh, das Ding geht auch noch in eine Richtung drauf. Übrigens, das ist das Zentrierwerkzeug. Das brauchen wir nicht unbedingt. Aber es ist schön zu haben. Das sind hier drin zwei so Passstifte, ja, Hohlspannstifte sind hier drin. Da kommen die Passstifte rein, da und offensichtlich da. Die Passstifte auch so da reinsetzen. Übrigens, auf meiner Kupplung steht drauf Getriebeseite, ne? Darauf könnt ihr auch oder müsst ihr auch achten. Ihr solltet das schon richtig rum einbauen. Also dieser Zapfen, der guckt nach außen. So, jetzt ergibt das Sinn.
Oh, jetzt gucken wir, dass wir die Kupplung noch bewegen können. Das könnte sein, dass wir die wieder ein bisschen losschrauben müssen hier. Sobald das ein bisschen angezogen ist, hält die Kupplung auch. Und die werden jetzt auch wieder mit 20 Newtonmeter angezogen. Hört sich so wenig an für eine Schwungscheibe. Übrigens, überkreuz. Du wirst bedenken, ganze Kupplungskraft liegt jetzt da drauf, also kann man die ruhig mehrmals anziehen. Und wenn ihr eine mit 20 angezogen habt, kann die nächste schon wieder los sein. Okay. Dann würde ich sagen, bis morgen früh, wenn ich versuche, diesen Eumel hier wieder rein zu knäulen. Oh, Getriebe ist drin, einwandfrei. Jetzt muss ich das Motorlager wieder reinmachen. Ich muss den Motor hochziehen, bis ich das wieder da drüber kriege. Dann baue ich alles wieder ein, rück das alles wieder richtig hin. Hinten den Halter wieder drin schrauben und dann gucken wir mal. Ich habe alle Motorlager reingemacht, die nicht drin waren, festgeschraubt hinten. Dann Anlasser eingebaut, weil dann muss ich den Halter noch ein bisschen bewegen für. Dann komplett abgelassen den Motor, vorne das Lager festgezogen. Dann hinten das Lager festgezogen, die Schrauben hier festgezogen. Ja, jetzt ist er schon mal wieder sicher auf unseren Aggregatträgern. Jetzt mache ich gleich die Antriebswellen noch dran und mache die ganzen Anschlüsse dran. Beziehungsweise ich ziehe jetzt erstmal unsere Getriebeschrauben an. Muss ich gleich mal gucken, was das für Drehmoment ist. 70 Newtonmeter. Kann natürlich sein, dass wir jetzt die Schaltung einstellen müssen. Gehe ich mal stark davon aus. Machen wir mal hier oben erst alles fest. Hier ist unsere Antriebswelle. Unsere. Na, sag schon. Tachowelle. Okay, Kupplungszug. So. Normal gehört da noch ein Gummi drunter. Ich frage mich gerade, ob das weg ist oder ob ich da nie eins drunter hatte. Gänge gehen rein und alles super. Jetzt müssen wir unsere Abdeckung drauf machen und dann mache ich die Antriebswelle.